Gut, dann wollen wir mal starten, ne? Ja. Oder? Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Vielen Dank, dass Sie sich zugeschaltet haben zu unserem ersten Webinar von Medicat. Mein Name ist Simko Ali, Produktmanager der Firma bei der Firma Medicat und zuständig für die präoperative Planungssoftware Schulter 3D und Hüfte 3D. Und ich grüße Sie ganz herzlich aus den DAK-Kliniken Berlin-Köpenick. Ich freue mich auch sehr, neben mir den Chefarzt, Herrn Dr. Falk Reuter, Leiter der Klinik der Unfallchirurgie und Orthopädie, begrüßen zu dürfen. Wir möchten heute gemeinsam einen Einblick in die 3D-Planung von Schulterendoprothesen geben, anhand einiger Fallbeispiele. Und zum Schluss werden wir auch ein, zwei Fälle live auch präsentieren, wie wir das Ganze auch planen. Und ich denke, zum Schluss werden wir dann auch eine Fragerunde starten. Sie können gerne den Chat dazu benutzen, wenn Sie Fragen haben. Und ich übergebe gerne jetzt an Herrn Dr. Falk Reuter. Ja, hallo, herzlich willkommen. Hinter mir sehen Sie unser Krankenhaus. Wir werden auch in der Talention-App immer Krankenhaus im Grün genannt, was dafür spricht, dass wir relativ nah am Müggelsee sind und ein großes Waldgebiet hinter uns haben. Also eine sehr schöne Gegend. Ich freue mich sehr, hier mit Ihnen einige Fälle mir anzuschauen und freue mich sehr und bedanke mich für die Einladung bei der Firma Medicat, hier dieses Webinar mit durchführen zu können. Wie gesagt, wir haben ein paar Fälle vorbereitet und ich glaube, wir starten gleich mal die Präsentation. Das macht bestimmt der Herr Ali, weil der das bestimmt gut kann. Genau, und starten wir mal. Teilen, jawohl. Und starten. 5. Nochmal? Ja. Und teilen. Jawohl, ich hoffe, Sie sehen alles, sehen uns auch noch. Und ich würde dann mal gleich loslegen. Also, wie Sie sehen, bin ich Medical Advisor für die Matis LTD Bettlach Schweiz und eben auch seit einiger Zeit für die Firma Medicat. Und unter dem Aspekt besteht durch einen Interessenkonflikt. Das ist ja auch nicht anders verwunderlich, ist ja klar. Aber starten wir mal mit dem Thema Planung. Warum soll man überhaupt Schulterprothesen planen? Wie setze ich diesen Plan denn um? Das sind ja beides relativ schwierige Fragen. Aus meiner Sicht ist die Planung entscheidend für das Verständnis der Anatomie. Wir werden das gleich sehen. Vom Röntgenbild kann man eigentlich nichts Genaues aussagen. Wir brauchen sicherlich ein CT inzwischen. Wir müssen die optimale Implantatposition finden, um eben eine Prothese zu implantieren, die möglichst lange auch funktioniert und nicht nach kurzer Zeit schon Probleme macht. Das Thema PSI, also sprich patientenspezifische Instrumente oder Implantate, ist offen. Ob das auf Dauer sich durchsetzt, glauben einige eher nicht. Wenn ich Ihnen diesen Fall jetzt hier mal gleich zeige, das ist ein Röntgenbild, da werden Sie auch Schwierigkeiten haben zu sehen, welche Pathologie steckt dahinter. Mit dem CT wird das schon anschaulicher, aber es macht die Sache nicht einfacher. Und gerade bei solchen extremen Fehlpositionierungen hier des Humerus-Kopfes, den Fall sehen wir dann gleich, ist es extrem wichtig, sich Gedanken zu machen. Und die glenoidalen und humeralen Deformitäten sind eben ein großes Problem. Wir müssen die Inklination kennen, die Version an der Pfanne, wir müssen die Frästiefe bestimmen. Alles das sind Faktoren, die später unser Ergebnis bestimmen. Und auch das sind so Beispiele, wo ich Ihnen sagen kann, dass man schon gut beraten ist, vorher eine gute Planung zu haben, um eben dann auch das Implantat adäquat zu adressieren und zu positionieren. Nun, die meisten Hersteller oder großen Hersteller von Schulterprothesen bieten eine Planungssoftware mit an. Hier sind einige Anbieter mit den entsprechenden Tools dazu. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Aber wenn Sie natürlich was anderes implantieren und nicht die gleiche Firma immer, dann macht es schon Sinn, eine Planungssoftware zu verwenden, die eben auch mehrere Implantat-Datenbänke quasi in sich hat. Und das ist zum Beispiel hier die Firma Medicat mit den hier schon inzwischen implementierten Datenbänken oder Implantat-Datenbänken, die hier quasi zur Verfügung stehen. Sind nicht immer alle aktuell, aber auf jeden Fall ist es gut, wenn man sich mit einem Planungstool gut beschäftigt. Ich zeige Ihnen jetzt einige Fälle und es sind ein bisschen komplexe Fälle dabei. Manche werden sich fragen, Kollegen, die jetzt zuschauen,
wieso hat er das überhaupt operiert und was hat er da gemacht. Deswegen muss ich ein paar Erläuterungen dazu geben. Das ist ein Fall einer 55-jährigen weiblichen Patientin, die 6 Voroperationen hatte, beginnend mit Instabilitätsimpingement. Die hat eine arthroskopische Stabilisierung gehabt wegen einer Bankart-Läsion, dann eine traumatische supraspinale Sehnenruptur nach Skiunfall, eine Slap-Läsion und ist also dann auch Mini-Open-Repair, supraspinale Sehne versorgt worden. Erneut Arthroskopie 2010, das geht alles seit 2004. Schließlich wurde eine anatomische Schulterprothese implantiert, die allerdings nicht so gut funktioniert hat, weil sie eine subscapularis Insuffizienz bekommen hat. Es wurde nochmal versucht, die subscapularis Sehne durch eine Osteotomie des Tuberculum minus zu retten. Hat nicht geklappt, sodass wir im Jahr 2020 dann die anatomische Prothese quasi entfernt werden musste. Und das zeige ich Ihnen jetzt. Wir zeigen Ihnen jetzt einige Fälle oder einige Bilder davon. Das ist quasi vorher, sehen Sie nochmal, die Prothese ist subluxiert, das sehen Sie hier nach Kranial und ist also instabil, subscapularis nicht in Ordnung und wir wissen, dass es kaum eine Möglichkeit gibt, solche Prothesen zu retten. Dann haben Sie hier mit der 3D-Planung diese automatische 3D-Rekonstruktion, die das System Ihnen quasi selbst generiert. Das können wir natürlich prinzipiell auch mit unserem CT machen, 3D-CT, aber was wir können nicht oder nicht so gut jedenfalls können, hier automatisiert die Version und Inklination dargestellt. Auch das können wir natürlich messen. Nur wenn es dann weitergeht, können wir nochmal solche Punkte uns einzeichnen. Da wissen wir genau, was haben wir geplant. Das eine ist die Version und das ist die Version hier oben und das ist die Inklination. Und dann geht es natürlich richtig in die Segmentierung. Dann wird es natürlich schon etwas schwieriger. Jetzt müssen wir also den Humeruskopf von der Pfanne trennen und das geht nicht immer so leicht. Gerade auch, wenn Implantate wie hier vorher noch drin sind, können einige Systeme das gar nicht und verweigern dann den Fortgang der Planung. Wichtig ist auch in dem Fall zu schauen, welche knöchernen Defektsituationen da sind und Sie sehen hier sehr schön auf dem Bild, dass wir die PECs, die ja schon quasi entfernt sind, wo wir genau wissen, wo müssen wir später denn unser Implantat, unsere Inversoprothese, unsere Basisplatte einbauen. Ja, und dann haben wir also hier auch virtuell geplant. Wir haben also quasi die Baseplate-Positionierung schon mal vorher festgelegt. Es ist schon entscheidend zu wissen, wie lang ist der PEG. Man kann das zwar interoperativ auch ausmessen, aber es macht absolut Sinn, das vorher zu wissen. Gerade wenn man später, dazu kommen wir dann noch, einen Bonecraft noch mit dazu nimmt, sprich den Humeruskopf zur Lateralisierung verwendet, dann macht es absolut Sinn, hier eine Kenntnis zu haben, dass ich nicht unbedingt medial die Corticalis perforiere. Das ist zwar teilweise auch nicht so dramatisch, aber ist sicherlich nicht unbedingt immer erforderlich und sinnvoll. Hier ist der Schaft geplant. Das ist hier nicht so ein Problem gewesen, weil wir ja eine schaftfreie Prothese explantiert haben, wo der Schaft quasi weitgehend erhalten war. Und dann setzen wir die Prothese zusammen, also nicht wir, sondern das System macht das. Eine automatische Reposition findet statt und damit ist die 3D-Planung abgeschlossen. Nun zeige ich Ihnen mal ein paar Bilder, wie das in Natura quasi aussah. Sie sehen hier diese Subscapularis-Defektsituation, also schon nach Eröffnung des Schultergelenkes sieht man, dass vorne kein Subscapularis-Sehne mehr da ist. Entfernung dieses Kalottenträgers, was hier ganz gut gelungen ist. Was Sie hier sehen, haben wir noch guten Bone-Stock am Humeruskopf. Und hier wird dann das 2-Pack-Glenoid entfernt. Und auch hier hat man wenig Knochenverlust. Das ist schon erstaunlich wenig. Und wir haben das dann aufgefüllt mit Spongiosa aus dem Kopf und mit einem keramischen Knochenersatzstoff. Und dann wird quasi ohne zusätzlichen Aufbau, ohne zusätzliche knöchernen Aufbau, wird diese Metaglene, eine Central Pack Metaglene implantiert mit entsprechender Länge und dann hier in dem Fall mit einem Keramik-Inlay die Prothese, also abgeschlossen, der humerale Teil abgeschlossen und dann reponiert. So sah es dann aus, postoperativ. Die Patientin habe ich nach 6 Monaten gesehen, ist mit dem Ergebnis schon recht zufrieden, noch nicht perfekt mit der Funktion. Das wissen wir aber nach 4 oder in dem Fall sogar 6 Voroperationen, dass die Funktion manchmal nicht so
so extrem gut wird. Das ist der erste Fall. Also spannend, junge Frau, die Prothese soll nur lange halten. Mit 55 Jahren erwarten wir das natürlich. Und wir werden das weiter beobachten. Ja, der nächste Fall. Wir werden dann ja auch darüber diskutieren, wenn Sie Interesse haben. Das ist ein 69-jähriger Patient, ein männlicher Patient, der seit 10 Jahren Schmerzen hat. Hatte mal eine Voroperation, eine Arthroskopie, eine subakromiale Dekompression, deutlicher Funktionsverlust, Bewegungseinschränkungen mit Elevation 90 Grad, Abduktion 70, Außenrotation 1, 20 Grad. Hat entsprechende Rotatorenmanschettenzeichen für die Supraspinatussehne, Impingement-Tests und Bizepssehnenproblematik und zeigt eben eine schwere Arthrose, wie Sie sehen, mit ausgeprägten Osteophyten. Er hat auch solche massiven Verkalkungen gehabt, wo wir erst gar nicht wussten, was das war, aber auch in der Bizepssehne starke Kalkeinlagerungen und eben einen dorsalen Pfannenverbrauch. Nun, auch hier war die Implantation einer Totalendoprothese geplant oder wurde geplant. Erneut, wie eben schon gezeigt, diese automatische 3D-Rekonstruktion, die das System ja eben automatisiert schon mal vornimmt. Da kann man sich schon mal Gedanken machen, wie weit ist die medialisierte Protrusion des Kopfes vorhanden, welchen Knochenverlust habe ich und wie ist die Retroversion der Pfanne, welche Art eines Glenoids, B1, B2, B3 oder vielleicht sogar C-Glenoid, habe ich zu erwarten. Und was man hier sehr schön sieht, ist der Humerskopf dann quasi rausgerechnet. Auch das macht das System nicht immer perfekt. Manchmal muss man nacharbeiten, das zeigen wir Ihnen dann auch gleich. Aber es ist prinzipiell möglich, das auch automatisiert vornehmen zu lassen. Das Gute ist, wir haben trotzdem die Chance, das auch per Hand nachzuarbeiten. Sie sehen hier sehr schön, wie der Kopf quasi rausgerechnet ist und wie die entsprechende Version sich darstellt. Es sind hier mit 14 Grad, 15 Grad eingerechnet. Ich hatte eigentlich gedacht, es wäre ein bisschen mehr. Das hängt immer davon ab, wo quasi hier in dem AP-Bild die Linie durchgelegt wird. Also wenn man weiter nach oben geht, ist es manchmal weniger, nach unten ist es meistens dann auch etwas mehr. Also wir reden von 15 Grad Retroversion. Und die Inklination ist auch zentral und Inklinationswinkel von 9 Grad. Auch hier wieder das gleiche Thema. Auch hier eine Central Pack mit der Kleine. Ausmessen der Länge, Positionierung ausmessen. Und wie Sie hier sehen, haben wir diese 10 Grad Inklination von Caudal schon mal vorgesehen und geplant, die scheinbar doch auf Dauer eine bessere Haltbarkeit der Prothese verspricht. Da gibt es inzwischen auch einige Arbeiten, die das quasi vorhersagen. Hier ist dann der Schaft geplant. Hier haben wir mal einen zementfreien Schaft geplant. Das ist bei Männern durchaus eine Option, wenn die Knochenqualität gut ist. Und das hat auch in dem Fall, kann ich Ihnen schon jetzt verraten, später gut funktioniert. Dann wieder das zusammengesetzte Implantat. Wir haben hier einen asymmetrischen Autograft verwendet, also ein Bone Grafting, wo der Autograft, den zeige ich Ihnen gleich dann, mit unterschiedlichen Dicken verwendet wird, um eben diesen posterioren Glenoidverbrauch gut abzufangen und auszugleichen. Und der ist also hier 0,5 cm vorn und 1 cm dorsal in der Dicke. Ja, und jetzt kommen wir schon wieder zur intraoperativen Umsetzung. Sie sehen hier, wie der Autograft vorbereitet wird. Es gibt sicherlich auch Systeme, wo man den quasi mit einer entsprechenden Fräse herstellen kann. Manchmal nehme ich aber doch lieber diese Freihandtechnik, wenn es um einen großen Knochenblock sich handelt. Da bin ich ein bisschen variabler in der Gestaltung meines Grafts und das hat sich auch hier gut bewährt. Sie sehen den hier in verschiedenen Ebenen, dann auch schon aufgesteckt auf der Central Pack mit der Kleine. Ist ein bisschen größer als die Rückseite, das macht aber hier nichts. Und hier sehen Sie nochmal links unten diese stark verdickte und entzündete Bizepssehne mit massiven Kalkeinlagerungen. Und das ist die Pfanne mit der Retroversion, wie man sie also hier sehr schön dargestellt hat. Was wir immer machen, immer, muss ich sagen, jedenfalls in solchen Fällen, ist intraoperativ zu kontrollieren, wo möchte ich die Baseplate hinsetzen. Ich möchte es in beiden Ebenen sehen. Das ist nicht immer einfach in der Einstellung, das weiß ich so genau. Das ist das axiale Bild, das ist das AP-Bild, da kann man die Höhe bestimmen, da kann man aber auch die Version sich anschauen, um dann möglichst perfekt den Draht zu positionieren und dann meine Bohrung für den Central Pack vorzunehmen. Hier sehen Sie ein bisschen der vergrößerte Graph, das resorbiert sich um, das spielt keine Rolle. Man muss nur aufpassen, dass man später
die Glenosphäre gut drüber bekommt, aber das ist hier eigentlich kein Problem, kann man auch ein bisschen wegknabbern, wenn es nicht reicht. Und dann ist schon das Ende zu sehen, wo wir sogar die Subscapularsehne partiell zurücknähen konnten und ist die Reposition dann rechts zu sehen. Nun auch im Verlauf hier postoperativ das Bild, wo man sieht, man denkt, hier ist gar nichts dahinter. Ist nicht so, da ist natürlich kein kortikaler Knochen, also hier ist der Graft gut dahinter platziert. Das waren nochmal die postoperativen Bilder, die wir immer als Abschlusskontrolle auch bei uns anfertigen. Und dann nach 6 Monaten, in dem Fall, haben wir ein CT mal gemacht. Das war auch seitens des Patienten der Wunsch, zu schauen, wie weit kann er jetzt aktiv bewegen und belasten. Und man sieht die komplette Einheilung. Es sieht ja aus, als wäre er ein bisschen von oben, aber das ist nicht so. Er ist wirklich eigentlich eher mit 10 Grad von Kaudal implantiert, so wie wir das auch wollten. Und das ist sogar ein, ja, muss ich schon sagen, ein perfektes postoperatives klinisches Bild. Das sieht man ja fast nur, wenn man diesen Autograft, also sprich diese Lateralisierung mitmacht. Erst dann sind die Patienten in der Lage, aus meiner Sicht auch wieder gut zu rotieren, was hier wirklich gut gelungen ist. Ja, das war unser zweiter Fall. Wir möchten Ihnen aber auch einen Fall zeigen mit einem anderen System. Das ist der Fall, den Sie vorhin schon kurz gesehen hatten, als das Eröffnungsbild war, wo Sie die beiden Röntgenbilder oder ein Röntgenbild und das CT gesehen haben. Sie sehen hier eine Patientin, 80 Jahre, mit einer Defektarthropathie nach einer konservativ behandelten dorsal dislozierten subkapitalen Humerusfraktur, also was ich auch selten gesehen habe, also eine Frakturfolge, Typ 4 nach Boileau, mit diesem in Fehlstellung am dorsalen Klenoid fast ankolisierten Humeruskopf. Und wir hatten auch eine erhebliche Retroversion des Klenoids, wir werden das dann gleich nochmal im CT sehen. Die Patientin hat eine Pseudoparalyse gehabt, hat den Arm so gut wie nicht bewegt oder konnte ihn nicht mehr bewegen, war nun noch dazu die Ehefrau eines inzwischen in Rente befindlichen Oberarztes der Unfallchirurgie aus dem Nachbarkrankenhaus. Er hatte eine Aortenklappenstenose, atypisches Parkinson-Syndrom, Gangstörung, Knie-TP rechts, also war schon nicht so ganz ohne. Und da ist erst recht wichtig, vorher sich Gedanken zu machen, wie kann ich dort eine entsprechende Prothese implantieren. Wir haben uns für das System, was Sie hier oben sehen, entschieden, weil wir glaubten, auch eine sehr gute Verankerung nicht nur glenoidal zu brauchen, sondern auch eben einen, was wir meist verwenden, zementfreien Revisionsschaft. Wir sehen also vorher die automatische Rekonstruktion und diese erhebliche dorsale Fehlstellung des Kopfes. Und jeder, der sowas operiert, weiß, wie schwierig es ist, so einen dorsalen Kopf entsprechend zu mobilisieren, der auch noch ankolisiert war, und dann dort eine inverse Prothese zu implantieren. Erneut die Feststellung der Version, hier nur von 12 Grad ausgerechnet vom System, Inklination von 11 Grad. Im Endeffekt muss man sich natürlich hier entscheiden, welches Implantat nimmt man. Und wir haben uns für ein Implantat mit einem Reverse Full Wedge entschieden, 15 Grad Baseplate, das aus unserer Sicht am besten diesen Posterior-Defekt quasi ausgleichen konnte, auch hier wieder mit der Inklination von Kaudal, von 10 Grad Inklination und dieser Wedge 15 Grad. Das ist auch die Planung, die sicherlich auch hier extrem hilfreich ist, obwohl intraoperativ natürlich manchmal die Verhältnisse durch die Weichteilkontrakturen sich doch deutlich schwieriger darstellen. Das ist dann das zusammengesetzte Implantat. Der Schaft passt nicht zu dem, den ich Ihnen gleich zeige, zu der damaligen Zeit. Das ist der Ascenflex, da gab es den Revive Reverse noch nicht in der Implantat-Datenbank, sodass wir also erstmal mit einem anderen Schaft geplant haben, um die Größe zu bestimmen und auch quasi dann das Insert schon mal probatorisch festzulegen. Das sind die postoperativen Bilder. Im Verlauf war die Patientin auch nochmal bei mir, also ihre Prothese sitzt weiterhin gut. Sie hatte noch ein anderes kleines Problem mit Osteophyten, da haben wir nochmal was korrigiert, aber sie ist inzwischen sehr zufrieden, obwohl der Allgemeinzustand natürlich nicht so ist, dass sie also quasi schon frei bewegt. Aber wir sind auf einem guten Weg. Ja, jetzt muss ich mal auf die Uhr gucken. Gut, perfekt, wir sind gut in der Zeit. Dann kann ich Ihnen jetzt
noch diesen Fall zeigen, bevor wir dann in die Live-Planung hier einsteigen. Sie sehen jetzt noch eine Frakturprothese. Das ist eine Situation, eine Patientin, die gepflegt wurde, obwohl sie erst 71 Jahre war, eine Nacht zu Hause lag nach Sturz, nächsten Tag gefunden wurde von der Tochter und dann so zu uns kam mit dieser erheblich abgekippten, devastierten Humeruskalotte, wo der Schaft, wie Sie sehen hier, quasi im Plexus gesteckt hat. Sie hatte natürlich eine primäre Plexusschädigung, Musculocutaneus und Parese des Nervus radialis betroffen und hat auch Plavix genommen, also schon eine schwierige Situation. Hier muss man überlegen, ob man primär operiert, aber also primär eine Implantese implantiert, operiert natürlich schon. Und wir haben das gemacht. Wir haben sie dann relativ zeitig, also am nächsten Tag, nachdem wir das abgewartet haben, versorgt. Und wir haben jetzt hier mal auch eine 3D-Planung gemacht, um Ihnen zu zeigen, dass das hier auch geht und auch funktioniert. Ich meine, hier ist die Rekonstruktion auf der Pfannseite nun nicht das Problem. Das Glenoid ist ja quasi gesund, ist ja quasi unverletzt. Trotzdem kann man sich also auch hier anschauen, wie die Version ist in beiden Ebenen. Sie sehen ja nochmal die Pfanne dargestellt, die ist hier quasi ja, völlig gesund. Ist natürlich immer so bei Frakturen oder meistens so bei Frakturen, dass man in ein gesundes Glenoid später eine Basisplatte einbringt und eine Tenosphäre aufbringt. Die Messungen hier zeigen auch keine wesentlichen oder sogar oder gar keine Korrekturerfordernis. Trotzdem haben wir hier das geplant und das ist diese Doppelpack-Metaglene, die einen sehr, sehr guten primären Pressfit hat, sehr gut hält und die wir regelmäßig dann doch hier verwenden, um also eine lang andauernde, stabile Verankerung zu haben. Und es ist eine junge Patientin, die allerdings relativ vorerkrankt war, wie ich vorhin schon gesagt habe. Dann sehen Sie hier den Schaft, das ist ein Fraktur. Schaft, also für die Fracture und Fracture Inverse der gleiche Schaft und hier mit dem Fracture Inverse Mittelteil oder Zentralteil, aber nicht so, wie Sie es hier sehen, dass wir hier alles weggeschnitten haben, sondern das war frakturbedingt und wir konnten trotzdem, was ich Ihnen gleich zeige, wenn Sie die intraoperativen und postoperativen Bilder sehen, die Tubercula komplett rekonstruieren, was aus meiner Sicht extrem wichtig ist, um nicht nur eine später gute Funktion zu bekommen, sondern vor allen Dingen eine Luxations Neigung oder Gefahr zu mindern oder weitgehend zu vermeiden und auch diesen Totraum, den man sonst hat, entsprechend zu minimieren. Und hier sehen Sie, wie der Kopf uns quasi schon entgegengeguckt hat, als wir darauf aufgemacht haben, Kopf entfernt. Und hier kann man keine, aus meiner Sicht, keine anatomische Prothese einbauen. Das ist eine klassische Indikation für eine inverse Prothese. Und das ist dann das postoperative Bild, mit der wirklich relativ gut rekonstruierten, mit dem gut rekonstruierten Tuberculum majus und minus mit einer hoffentlich guten Funktion. Die ist noch nicht so lange her, die OP war im April, da kann ich Ihnen keine weiteren Bilder zeigen. Ja, soweit waren das erstmal ein paar Fälle von uns, die ich Ihnen zeigen wollte. Bevor wir dann zu den Live-Demos kommen oder zu der Live-Planung, nochmal so eine Idee. Warum braucht man eine präoperative 3D-Planung? Warum? Ich denke, wir wissen nicht genau, welche Anatomie wir genau vorfinden und dass wir die 3D-Deformität quasi erkennen und dazu hilft eben die 3D-Planung. Die ist eben besser als die 2D-Planung. Man sieht das immer, wenn man mal durchscrollt beim 2D, da hat man ganz unterschiedliche Winkel, die man findet und mit der 3D-Planung ist das wesentlich besser zu erkennen. Die nächste Frage ist ja, mit der wir uns ja auch beschäftigen, wie kann man denn diese Planung in den OP übertragen? Und die habe ich schon mehrfach gestellt, auch sehr erfahrenen Schulterchirurgen. Und die meisten sagen mir, ja, das ist meine Fähigkeit, meine Erfahrung, die Skills des Chirurgen, das quasi zu übertragen. Also was ich sehe, im Vorher kann ich auch bei der OP umsetzen. Das mag sein, ist aber aus meiner Sicht trotzdem mit einer gewissen Fehlerquote verbunden. Dazu gibt es auch inzwischen entsprechende Untersuchungen. Hängt sicherlich vor allen Dingen von der Schwere der Deformität ab. Und die Fälle, die ich Ihnen gezeigt habe, sind teilweise so, dass ich mir es nicht getraut hätte, ohne eine intraoperative Kontrolle, also Kontrolle der Lage meines Kardrades zum Beispiel, das Implantat ordentlich unterzubringen.
Deswegen zunächst schon mal vorab jetzt der Stand und Ausblick aus meiner Sicht, aus unserer Sicht. Ich denke, eine Planung ist vor Implantation von Schultergelenkprothesen notwendig, nicht nur wichtig, sondern notwendig. Es ist wichtig, eine 3D-Darstellung zur detaillierten Beurteilung der anatomischen Strukturen möglichst maßstabgenau zu erhalten. Offen bleibt, wie geht der perfekte Transfer des virtuell geplanten Modells in die Realität? Wie kriegen wir den Plan, bringing the plan to the OR? So hat das Iannotti gefragt. Führungsdrahtnavigation, das, wo ich quasi, nicht ich alleine, aber wo wir die Idee hatten, das mal zu evaluieren und zu schauen, haben wir ein gemeinsames Projekt mit der Firma Medicat begonnen. Ich halte das für eine gute Idee. Man muss natürlich in der Lage sein, ein gutes AP und axiales Bild interoperativ zu erhalten. Ich glaube, oder wir machen es jedenfalls schon eine ganze Weile so, dass man eine gute Kontrolle der Klinoexposition damit erreichen kann. Der nächste Schritt und die Entwicklung, in der wir uns befinden, ist eben ein Tool zu entwickeln zur Planung mithilfe der Mixed Reality. Das wird wahrscheinlich die Zukunft sein, aber vielleicht brauchen wir da noch ein bisschen. Dann bin ich erstmal mit meinem quasi Einführungsvortrag am Ende und wir starten dann in die Live-Planung. Vielen Dank zunächst erstmal für Ihre Teilnahme und ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht und bleiben Sie dran. Wir sind nicht am Ende, sondern jetzt geht es erst richtig los. Genau. Vielen Dank, Herr Dr. Reuter. Wir starten dann einmal mit der Planung. Genau, wir würden einmal kurz die Freigabe nochmal. Sie sehen jetzt unseren Bildschirm, das ist jetzt eine, die fertig geplant wurde vom Herrn Dr. Reuter. Wir gehen jetzt einmal in die Details, wie so eine Planung abläuft. Die Software ist CT-basiert, MRT-basiert. Man hat auch die Möglichkeit, ganz am Anfang auch mit einem Röntgen-2D-Bild das Bild in die Software reinzuladen und auch da mit 2D zu planen. Aber hauptsächlich ist natürlich, wird empfohlen, so wie der Herr Dr. Reuter gesagt hat, in 3D die Schultern zu planen. Wir laden das Bild ganz normal aus dem PAC-System. Wir haben eine freie Schnittstelle, die wie ein Taxisystem funktioniert und die Bilder aus dem PAC-System in die Software lädt. Und zunächst wird die 3D-Rekonstruktion von der Software automatisch erstellt. Und Sie haben folgende Angaben. Ich würde jetzt einmal die Implantate hier ausblenden und dann die einzelnen Schritte mit Ihnen gemeinsam dann durchgehen. Was wir machen. Sie sehen jetzt, ich habe jetzt die Segmentierung herausgenommen. Und hier sieht man auch ganz stark, hier kann kein System automatisch eine Segmentierung oder eine Trennung vom Humerus zum Glenoid automatisiert machen können. Daher haben wir bei Medicat die Funktion, die Segmentierung manuell einzustellen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, den Humerus manuell zu markieren und die Software merkt sich das Ganze. Und das funktioniert in dem Fall so, dass wir Konturen hinzufügen oder Konturen löschen. Die basieren natürlich auf die einzelnen Schichten, ob axial oder sagittal. Wir haben jetzt die Möglichkeit, jetzt durch die einzelnen Schichten zu scrollen. Sie sehen auch jetzt im 3D, wo Sie dann mit dem Fokus, in welcher Schicht Sie sich befinden. Und die Bereiche, die jetzt blau markiert ist, das ist das, was segmentiert worden ist. Das heißt, wenn ich jetzt einen Teil vom Humerus nochmal hinzufügen möchte, habe ich die Möglichkeit natürlich mit der Maus mit Kontur hinzufügen, einfach zu markieren und das wird dann dem Humerus dann hinzugefügt. Dementsprechend können Sie auch die anderen Knochenregionen segmentieren und voneinander lösen. Sobald Sie die Segmentierung gemacht haben, bestätigen Sie das Ganze und gehen dann zum nächsten Schritt und das wäre dann Humerus freistellen. Die Humerus-Freistellung ist dazu da, um den Humerus jetzt vom Glenoid zu trennen. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, den Humerus jetzt einmal auszublenden und uns die Pfanne bzw. das Glenoid dann genauer zu beobachten. Wir haben auch die Möglichkeit, die einzelnen Ansichten, das heißt die Ebenen in Axial und AP darzustellen. Wir haben die Möglichkeit, auch mit der Maus dann durch die einzelnen Schichten zu scrollen und gehen dann zum nächsten Schritt. Das wäre dann die Glenoid-Version und Inklination. Hier wird dann natürlich dementsprechend mit der
ausgearbeitet mit zwei Punkten. Ventral und dorsal bestimmen wir dann die Punkte für die Version und bringen dann die Achse zur medialsten Punkt der Scapula und die Inklination dann direkt in der AP dementsprechend auch absetzen. Und somit haben wir die wichtigsten Funktionen bzw. Messungen für diese Patienten. Wir haben zusätzliche Funktionen wie zum Beispiel Glenoidinstabilität für Knochenverlustbemaßung. Das heißt, die Software rechnet, wie viel Prozent Knochen verloren gegangen ist. Dann haben wir die Möglichkeit, auch humerale Kopfsubluxation zu bemaßen oder die Torsion, wenn wir die Unterarmkondylen mit drauf haben, vom Humerus auch möglich zu messen. Dann gehen wir einmal zu den Implantaten. Und jetzt haben wir jetzt die Möglichkeit, wenn wir jetzt ein Implantat hinzufügen möchten, haben wir in der Tabelle die Möglichkeit, einen Hersteller auszuwählen. Wie Herr Dr. Reuter ganz am Anfang gesagt hat, wir haben eine Datenbank mit mehreren Herstellern, diverse Implantate und Systeme. Sie wählen dann Ihren Implantathersteller aus, das System und klicken dann auf Einsetzen. Und die Software übernimmt das Ganze dann automatisch. Was Sie nun machen können, natürlich die Implantate in die richtige Position zu bringen. Das heißt, Sie haben jetzt über diesen Control-Button die Möglichkeit, die Implantate zu bewegen oder die Inklination dementsprechend einzustellen und die Version in der axialen Ansicht. Sie sehen auf der rechten Seite eine Schablone vom Glenoid. Diese beiden Linien, die wir hier sehen, das haben wir manuell eingezeichnet. Das heißt, Sie können auch intraoperativ diese beiden Linien auf das Glenoid einzeichnen, um zu wissen, in welchem Abschnitt ich mein K-Draht einsetzen muss oder setzen muss, damit ich diese Position vom Implantat, wie wir auf dem 3D sehen, erreichen kann. Wir haben ganz unten auch die Werte für die Version und Inklination der Glenoid-Komponente. Und sobald wir dann damit zufrieden sind, holen wir auch die Glenosphäre dazu. Das wird automatisch von der Software positioniert. Dann gehen wir zum Schaft. Auch hier haben wir die Möglichkeit, direkt den Schaft zu planen. Das heißt, die Software blendet alles aus. Man sieht jetzt hier, den Schaft ist jetzt ein bisschen außerhalb vom Knochen, aber wir haben die Möglichkeit, das Ganze dann nochmal einzustellen, wie Sie jetzt hier sehen, und in die Position zu bringen. Wir haben auch die Möglichkeit, durch die einzelnen Schichten zu scrollen, um die Position des Schaftes dann optimal auch zu setzen. Nun können wir jetzt auch das Inlay nochmal hinzufügen. Wir haben auch die Möglichkeit, jetzt das Implantat ein bisschen höher zu setzen. Gerne, natürlich. Ich will jetzt mal kurz was zu sagen. Ich weiß nicht, Sie werden sich wundern, was wir da für einen komischen Humerus planen. Ich zeige Ihnen den Fall gleich dann nochmal, wie er entstand. Wir haben bewusst mal die Planung vorne weggezeigt Ihnen, damit Sie, wenn Sie dann den Fall sehen, wissen, was so eine Planung für eine Bedeutung hat. Denn dieser Fall war extrem schwierig auch zu operieren und die Planung hat mir noch mehr gezeigt, ja, um welche Klippen man rumschiffen musste. Aber ich gebe mal Simco Ali wieder das Wort und dann kann er das zu Ende bringen. Ja, danke. Jetzt sind wir dabei, das Inlay zu positionieren, also den Schaft zu positionieren mit dem Inlay. Und sobald wir damit auch fertig sind, haben wir auch die Möglichkeit, natürlich dementsprechend auch die Resektion automatisch durchzuführen. Das heißt, die Resektion wird dort durchgeführt, wo das Inlay dann auf die Pfanne draufkommt. Und nun sind wir mit der Planung fertig. Das heißt, wir klicken auf Beenden, schalten dann sozusagen die einzelnen Implantate ein und speichern das Ganze dann direkt in unserem PAC-System, indem wir einfach auf Planung exportieren klicken. Die Software erstellt dann dementsprechend einen Planungsreport. Der sieht dann so aus, dass Sie eine Planung, ein Bild von der Planung haben, dann die Implantate, die Sie dann geplant haben, mit den einzelnen Werten, in welcher Version und welcher Inklination. Schraubenplanung ist auch hier möglich, das können wir dann auch gleich mal zeigen. Die Messungswerte, das heißt die Planungsergebnisse, werden in dem Planungsreport festgehalten und dann haben Sie auch die Möglichkeit, während der Planung mehrere Bilder zu schießen, damit Sie das Ganze auch so gut wie möglich dokumentieren und mit in den OP reinnehmen. Dann gebe ich das Wort nochmal zurück. Genau. Dann zeige ich Ihnen mal diesen Fall. Das ist er, richtig. Richtig, genau. Das wäre das hier. Ja, und auf Starten, ne?
Genau. Können wir jetzt den Stand? Mhm. Ja, also auch ein spannender Fall. Sie sehen, wir haben einige solche Fälle zu versorgen. Das war eine Fraktur, die bei einer sehr adipösen Patientin mit 64 Jahren auftrat, die zu uns kam. Sie sehen schon hier oben die Frage. Ich habe diesen Fall gerade jetzt letztens bei dem AE-Shoulder-Masterkurs in Berlin auch vorgestellt. Da gab es viele Diskussionen hinterher, kann ich Ihnen sagen, was man hätte machen können. Nun, das ist das 3D-CT, was wir hatten. Sie sehen so ein Head-Split. Das heißt, der Kopf ist am Tuberculum majus quasi frakturiert. Das am Tuberculum majus ist noch ein Teil von der Kalotte dran. Und das Problem ist auch diese Verkürzung hier, also sprich diese Impaktion. Und solche Frakturen lassen sich extrem schwer versorgen, extrem schwer reponieren und halten. Hier auch die 3D-Rekonstruktion, die wir natürlich heute immer haben, die gibt mir nochmal ein Ausmaß, das Ausmaß wieder der Verletzungen und auch der Knöchelstrukturen. Das war eine Dreipartfraktur nur und trotzdem war es fast nicht zu versorgen. Das ist ein intraoperatives Bild der Erstoperation. Sie sehen, vor einem Jahr haben wir, vor 3 Jahren haben wir die schon versorgt, sehe ich gerade, 2018. Etwas adipös, gut, sagen wir, haben wir schon viele so davon. Und wir haben dann versucht, den Kopf aufzubauen und es ist mir zwar gelungen, aber ich war mit dem Ergebnis nicht ganz so zufrieden. Das ist das Bild intraoperativ, wo wir fertig waren. Wir haben es nicht geschafft, quasi diesen kleinen Gap hier zu schließen. Aber es ist im Endeffekt trotzdem ein akzeptables Ergebnis gewesen. Wir haben, wie gesagt, im AE-Kurs das auch diskutiert. Und es wurde gesagt, naja gut, anders hätte man es vielleicht nicht hingekriegt. Das war dann nach 6 Monaten. Naja, dachte ich, wird schon werden. Aber was Sie jetzt sehen, das war dann nach 15 Monaten ist der Kopf völlig zusammengebrochen, also Humerus-Kopf eine große ausgebildet. Und hier war klar, sie brauchen eine andere Prothese, also oder brauchen eine Prothese. Und in ihrem Fall kam auch nur eine inverse Prothese in Frage. Und erst nach 2 Jahren kam sie dann wieder, aus verschiedenen Gründen. Da hat auch das Thema Corona mit einer Rolle gespielt und kam mit diesem Röntgenbild und mit diesen CT-Bildern. Und Sie sehen eben hier, was wir gerade schon von Simco Ali gesehen haben, wie der Kopf so spangenförmig um das Klenoid herumreicht, also der Ausläufer des Kopfes, kaudal. Sie sehen das auch hier in dem intraoperativen Bild, in dem BV-Bild, was wir, wie gesagt, immer machen vorher. Wir machen immer eine intraoperative Bildwanderkontrolle präoperativ, um erstmal das einzustellen. Das ist schon mal wichtig, dass man weiß, wie positioniert man den Bildwandler, vor allen Dingen im axialen Strahlengang. Das ist nicht ganz einfach bei sehr kräftigen Patienten, sage ich mal, die einen kurzen Hals haben und quasi die Schulter sehr kurz ist. Aber man kriegt es hin. Man muss ein bisschen mit dem Anästhesisten reden, kriegt man schon hin. Und dann weiß man natürlich wenigstens dann auch, wie man seine Implantate positioniert. Dann mache ich weiter, ne? Da glaube ich, wir haben ja jetzt schon die Planung jetzt gesehen. Das war also präoperativ, das war intraoperativ und das war dieses 3D-CT oder 2D in dem Falle noch. Also es ging nur eine Inverse, wie gesagt, Planung ja, haben wir gerade schon vorgestellt bekommen und so haben wir das intraoperativ umgesetzt. Sie sehen Sie wieder diesen K-Draht hier, der quasi mir nochmal die Pfannenposition, in der Pfanne die Position der Metaklene anzeigt, die wir auch kontrolliert haben. Und hier ist der Schaft, da ist auch nicht so viel übrig geblieben vom Schaft, da war auch nicht mehr viel da. Und dann haben wir eben die Inverse eingebaut, dieser Frau, die jetzt auch nochmal kurz später damit bei uns war, in der Sprechstunde nach 6 Wochen nach der OP. Ich habe schon erzählt, sie war sehr zufrieden, hat eine große Schachtel Pralinen mitgebracht. Wir waren natürlich ein bisschen lustig, aber sie war mit dem Befund sehr zufrieden. Sie sagt, das erste Mal hat sie seit 3 Jahren keine Schmerzen und die Funktion ist auch schon akzeptabel. Also Sie sehen, auch hier hat uns die Planung natürlich geholfen, dieses Problem humeral und vor allem glenoidal irgendwie zu lösen. Und hier ist von diesem Knochen nichts mehr zu sehen, der dort ursprünglich um das Glenoid herum positioniert war. Dann sind wir damit fertig. Dann haben wir noch einen Fall. Genau. Wir haben noch die Zeit. Gut, dann übergebe ich wieder. Vielleicht können Sie mal kurz zu dem Fall auch nochmal. Das ist jetzt ein Fall, den wir heute operiert haben, genau, richtig? Genau. Das ist eine Patientin, die
ich weiß nicht, ob wir noch andere Bilder von ihm haben, die quasi eine Omarthrose hat. Ist von heute, ja, also wirklich von heute, ganz aktuell. Eine Omarthrose hat, Omarthrosen sind ja nicht die typische Indikation für Inverserprothesen. Aber die ist 76 Jahre, die hat also eine erhebliche fettige Infiltration der Muskulatur, hat diese üblichen, ich übernehme mal selbst die Maus, diese üblichen Osteophyten, kaudal, diese sogenannten Kranzosteophyten, war relativ eng auch alles, aber die Pfanne hatte keine so große Retroversion gehabt, ich glaube so 8 Grad vielleicht knapp, es war so ein B2-Glenoid und ich drehe jetzt gerade für Sie den Kopf sozusagen nach hinten. Wir machen immer mehr von den Omarthrosen inzwischen mit inversen Prothesen. Das zeigt sich doch, dass die Funktionen später besser sind, gerade wenn man nicht genau weiß, wie die Rotatorenmanschette auf Dauer funktioniert. Moment. Also das ist also schon eine... Achso, wir haben jetzt momentan Probleme, sorry. Was haben wir? Mit der Übertragung. Ich glaube jetzt... Sorry, ich glaube, die Übertragung war nicht so ganz richtig, 100%. Jetzt können wir nochmal ganz kurz... Man sieht den Vortrag nicht. Ja, genau. Jetzt aber sollte... Ja, danke für die Rückmeldung vom Chat hier. Ich hoffe, wir sehen wieder was. Kurze Meldung, würde ich mich freuen. Danke. Ja, also ich hoffe, dass er mich gehört hat, sonst kann ich auch noch mal kurz das wiederholen. Es ist eine Patientin, 76 Jahre, mit einer Omarthrose, die einen Kranzosteophyten hat und eine Retroversion der Pfanne von, wir können mal nachschauen, ich würde mal sagen 8 Grad eventuell, Inklination, Version 5 Grad. Ja, also das ist ja beim 2B-Glenoid ein bisschen schwieriger, weil es sind ja zwei Krümmungen. Also ich würde sagen, ca. 8 Grad Retroversion. Das lässt sich natürlich gut ausgleichen. Und wir haben hier eine inverse Prothese geplant, weil die Manschette nicht mehr so gut ist, weil die Patienten fettige Infiltration der supraspinatus Sehne häufig haben. Und bei 76 Jahren muss die Prothese funktionieren. Der dann den Wechsel zu machen, wenn ich eine anatomische, schaftfreie Prothese einbaue, ist nicht so richtig gut. Die sind auch meistens sehr steif. Auch die Steife ist ein Problem. Die kriegt man auch mit der anatomischen Prothese häufig nicht so gelöst, wenn die lange vorbesteht. Die Sehnen sind verkürzt. Der Subscapularis funktioniert nicht mehr richtig. Die ist ja vorher auch nicht mehr in die Außenrotation gekommen. Die hatte 20 Grad Außenrotation. Und da ist schon das Release extrem wichtig, das kapsuläre Release. Und dann ist, glaube ich, die inverse Prothese die beste Option. Genau. Dann, glaube ich, zeigen wir mal noch die Planung und dann zeige ich Ihnen auch noch mal das Bild, was draus geworden ist. Genau. Wir haben jetzt die 3D-Rekonstruktion mit der Segmentierung. Das heißt, die Software hat das automatisch für uns segmentiert. Man hat natürlich immer noch die Möglichkeit, manuell Hand anzulegen, um Knochenstrukturen, die noch zum Glenoid gehören, wieder zurück an den Glenoid abzugeben. Das heißt, man markiert diesen Bereich. Und sobald man das Ganze segmentiert hat, bestätigen wir das einmal. Und eine Sache noch zur Segmentierung, das habe ich vorhin nicht so ganz erwähnt. Sie haben auch die Möglichkeit, diese Knochenregion, sei es Scapula, Glenoid oder Humerus, auch als STL abzuspeichern. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, auch diese Knochenbereiche, was wir jetzt hier sehen, als STL abzuspeichern, um daraus einen 3D-Druck zu machen. Da haben Sie ja auch gesagt bei dem Vortrag, manche machen es, um die Anatomie besser zu verstehen, natürlich, oder vorher die Operation vielleicht an so einem Dummy durchzuführen. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, mit der Software auch so eine Art Segmentierung zu machen, um daraus 3D-Druck zu generieren. Wir stellen jetzt den Humerus frei, nachdem wir die Segmentierung durchgeführt haben. Und jetzt haben wir auch die Möglichkeit, wieder über die einzelnen Funktionen den Humerus ein- und auszuschalten, das heißt ein- und auszublenden. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, jetzt natürlich dementsprechend direkt zu den anderen Funktionen zu gehen, wie Glenoid, Version und Inklination. Die Software stellt uns dann direkt auch unsere Einstellung, das heißt unsere Sicht dementsprechend. Und das ist ungefähr so 7 Grad, was Sie gesagt haben, 6, 7 Grad, was die Version entspricht. Und die Inklination dementsprechend direkt darunter und gehen dann auch wieder direkt zu den Implantaten. Und die Implantate holen wir uns dann wieder aus der Datenbank. Das heißt, sobald ich ein Implantat hinzufügen möchte, haben Sie dann auch wieder hier die einzelnen Hersteller, die Sie auswählen können, die einzelnen Systeme, was Sie dann brauchen.
Und wir gehen dann zu der Metaglene, schalten dann dieses Transparentbild aus. Und jetzt kann ich auch anhand dieses Bildes auch zeigen, wie die Schrauben positioniert werden. Das heißt, Sie haben auch die Möglichkeit, automatisch die Schrauben zu positionieren. Die Software holt sich die Schrauben aus der Datenbank und positioniert es dann dementsprechend in einzelnen Bohrungen vom Baseplate. Was Sie noch machen können, einmal die Inklination von der Schraube oder die Länge dementsprechend anzupassen. Man hat jetzt die Möglichkeit, zum Beispiel, wenn ich diese eine Schraube anklicke, ich sehe jetzt hier, das ist ein 15er, ich kann daraus dann einen 21, 24, das ist auch wichtig, vorher zu wissen, welche Schrauben ich hier verwende, oder? Vielleicht noch was dazu, also die Schrauben kann man natürlich auch interoperativ messen, das ist klar, ne? Also man kann natürlich schon mit einer Messlehre schauen, wie lang die Schraube ist. Das machen wir natürlich auch interoperativ. Das geht auch relativ schnell. Aber es gibt schon manchmal die Situation, dass es hilfreich ist, gerade wenn die Schrauben sehr kurz sind, wenn man das Implantat dann doch etwas anders positioniert, dass man eben ausreichend Schraubenlänge hat zum einen. Ja, und übermäßig lange Schrauben gibt es eigentlich nicht. Inzwischen haben wir hier bei dem System ein sehr gutes Schraubensystem. Ich bin sehr, sehr glücklich darüber inzwischen, dass wir hier Schrauben haben, die wirklich funktionieren, die halten. Und so lang muss die Schraube nicht sein, aber die soll schon so zwei Windungen, soll sie schon quasi über den Knochen überstehen. Also wir sprechen schon von Kompressionsschrauben, sind ja kortikale Schrauben, die man aber hier mit dem System winkelstabil, die Kraniale wird meist winkelstabil dann noch verblockt. Das funktioniert recht gut. Und wenn man es vorher planen kann, ganz ehrlich, wusste ich bisher auch nicht, habe ich auch dazu gelernt heute, ist es vielleicht gar nicht schlecht, das mitzumachen. Aber man darf nicht dem System blind vertrauen und nicht denken, ich habe jetzt die Schrauben geplant, brauche ich gar nicht mehr auszumessen. Das würde ich mich nicht getrauen. Genau. Dann gehen wir zu den anderen Komponenten. Jetzt sind wir bei dem Schaft und auch hier haben wir dann die Möglichkeit, dementsprechend den Schaft zu planen. Sie haben die Möglichkeit, das Ganze da auch in transparent darzustellen. Die Schaftgröße, wir haben jetzt hier die Schrauben. Ich gehe jetzt einmal auf den Schaft hier. Die Schraube können wir einmal kurz ausblenden. Und auch hier wieder das Gleiche wie beim Glenoid. Das heißt, die Position können Sie dann beliebig verändern. Sie haben die Möglichkeit, auch die Torsion vom Schaft zu ändern. Von der Höhe, passt das? Ja, so ist okay. Ja, so ist gut. Ja. Genau. Dann haben wir auch die Möglichkeit, einmal die Resektion zu simulieren. Und wenn wir mit den ganzen Sachen fertig sind, können wir dann direkt dann auch das Ganze abschließen und im Sparks zurückschicken, um das Ganze zu speichern. Ich glaube, dazu haben Sie auch noch Bilder. Genau. Ich glaube, jetzt gucken wir uns den Fall mal noch an. Sie möchten ja auch bestimmt wissen, was wir daraus gemacht haben. Wie komme ich jetzt wieder raus hier? Genau, darf ich mal? Ja, genau. Also, ich bin ja froh, dass Simco Ali bei mir ist, sonst könnte ich Ihnen die Fälle gar nicht zeigen. Ich glaube, jetzt haben wir, genau, wir gehen jetzt einmal irgendwo in der Dings drin, in dem Ordner. In dem Ordner, ne? Genau. Da müssen wir nochmal kurz den Ordner aufmachen. Wir wussten ja nicht, wie lange wir brauchen und haben ein paar Fälle vorbereitet und deswegen müssen Sie jetzt eine Sekunde warten auf uns. Das war genau. So, da kann ich Ihnen nochmal zeigen, was wir gemacht haben. Ich teile mal kurz diese. Und vielleicht, dass wir das groß stellen. Genau. Einfach vorne doppelt, genau. Jawohl. Ich glaube, Sie können das sehen. Das war wieder die berühmte präoperative Einstellung, also im axialen Bild und im AP-Bild. Das, was wir gerade gesehen haben, entspricht dem. Das ist bei uns Pflicht, dass wir das vorher machen. Das machen viele nicht so. Ein Kollege, den ich sehr mag und sehr gut kenne, sagt mir immer, das wäre unsportlich, vorher zu röntgen. Also ich sehe das ein bisschen anders. Das ist dann wieder die interoperative Kontrolle der Kardradlage. Das hätte man hier nun nicht unbedingt machen müssen. Bitte nur, Arzt. Okay, dann müssen wir nochmal eine neue Freigabe machen, weil manchmal ist es so, dass dann nicht das richtige Fenster angezeigt wird. Okay. So, jetzt glaube ich wieder zurück zum Anfang. Genau. Jetzt kann man das Ganze sehen. Ist jetzt gut? Ja, okay. Sorry. Wir sehen das nicht so. Dann würde ich jetzt nochmal noch mal kurz erzählen. Also im axialen Strahlengang diese Bilder.
wie kann ich weitermachen jetzt hier? Dann haben wir den Pfeiltasten. Pfeiltasten, okay. Wir sehen ja diese Deformierung des Kopfes bei einer Omatrose, wie schon gesagt. Die Pfanne ist ja nicht so schlecht, aber schaut ein bisschen nach hinten. Das ist hier im AP-Bild die Osteophyten, die es dazu gehört. Wie gesagt, 76 Jahre, richtige, typische Omatrose. Kann man diskutieren, ob man das anatomisch macht. Wird sicherlich der eine oder andere tun. Die Tendenz ist schon heute, das doch mehr in Wert zu versorgen. Dann diese intraoperative Kontrolle, bevor wir quasi die Fräsung machen am Glenoid mit einer Korrektur der Retroversion um ca. 10 Grad. Sie sehen hier, das Implantat ist hier drin. Warum? Das ist ein Probeimplantat. Damit schütze ich den Humerus und man kommt daran gut vorbei, damit bei den osteoporotischen Knochen wir proximal möglichst wenig Knochenverlust haben. Und das funktioniert ganz gut. Man muss ein bisschen mehr releasen. Das ist eh gut für die Prothese später. Also das ist die Kontrolle, die wir dann intraoperativ machen, auch nochmal AP. Ich habe den Draht nochmal ein bisschen korrigiert, kann ich Ihnen sagen, weil der stand mir ein bisschen zu weit von oben. Habe ihn dann ca. 10 Grad nach Kaudal nochmal verkippt. Und das ist dann, mehr Bilder intraoperativ habe ich nicht, ist dann die abschließende Positionierung von heute Mittag um 12 der Fall, in dem Strahlengang und in dem Strahlengang. Also das ist sozusagen die fertige Implantation dann der inversen Prothese. Ja, soweit. Also ich denke, wir haben die Fälle gezeigt, die wir vorbereitet hatten. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir noch Fragen beantworten könnten. Genau. Wir haben ja einen Chat noch offen und ansonsten stehen wir, wie gesagt, noch einige Minuten zur Verfügung, sollten noch Fragen da sein. Dann können die Fragen im Chat gestellt werden, wir können ja dann direkt darauf antworten. Gehen wir wieder uns frei, oder? Ja. Ja. Können wir auch uns wieder frei gehen. Genau. Ist ja nicht so. Genau, also wenn jemand Fragen hat, kann gerne über den Chat dann an uns die Fragen stellen. Wir warten noch ein, zwei Minuten, ansonsten. Wir sind gut in der Zeit. Genau. Aber wir hatten gesagt, eine Stunde. Jetzt sind es 54 Minuten. Frage nach Zementfreundschaft, ja. Ja, Bernd, gute Frage. Ich mache viele zementierte Schäfte, weil ich weiß, dass die zementierten Schäfte gerade bei Frauen in dem Alter eigentlich eine bessere Option sind. Ich denke, die Langzeitergebnisse zeigen, dass die zementierten Schäfte, die mit der längsten Haltbarkeit haben, guckt ihr das australische Register an, alle Register zeigen dir, zementierte Schäfte sind quasi im Langzeitverlauf die besten. Mit der Prothese, die wir verwenden, hat sich das bewährt. Wir machen vielleicht 20% zementfreie Schäfte bei Männern mit einem guten Knochen, mit einem guten quasi primären Pressfit. Die meisten zementiere ich. Ich habe keine Nachteile gesehen. Und ich mache das, wie du weißt, schon relativ lang. Also deswegen zementieren wir. Die 10 Minuten gebe ich mir und gebe dem Patienten auch. Genau, dann haben wir hier noch Indikation. Ja, naja gut, die Indikation für Versorgung mit einem inversen System, das sind natürlich viele Indikationen. Die inversen Prothesen sind ja heute 70%, nehmen 70% der implantierten Schulterprothesen ein. Und man merkt schon, das ist ja wie bei der Fraktursituation, das ist ja ähnlich. Auch da werden ja fast nur noch, wenn eine Prothese, eine inverse Prothese eingesetzt. Die Indikationen sind sehr, sehr, sehr weit zu fassen. Die Defektarthropathie, die Omatrose, die Fraktur, Revision, die Rheumaarthritis, Instabilität. Also es gibt ganz viele Indikationen, Tumor. Also kann ich gar nicht so sagen. Es gibt fast keine Indikation, die nicht für die inverse Prothese eigentlich gewendet wird. Dann kommt noch ein Zuschauer, der möchte wissen, welche Hilfsmittel wir umsetzen. Das hatte ich gesagt. Wir machen im Moment gerade diese Kartrad-Navigation, sage ich immer. Es ist ja keine echte Navigation, aber im 2D-Bild schaue ich mir an, wie positioniere ich mein Kartrad. Und der ist ja entscheidend für die Fräsung und später auch für die Implantation der Metaglene und dann später der Glenosphäre.
Dann noch eine Frage, welche Maßnahmen ergreifen Sie? Ja, na gut, das ist eine sehr gute Frage. Das hängt ein bisschen vom System ab. Die erste Maßnahme ist, etwas zu lateralisieren. Das kann man machen, wenn vor allen Dingen man einen medialen Knochenverbrauch hat. Die zweite Möglichkeit ist, etwas zu kaudalisieren. Das System, was wir verwenden, macht das quasi schon dadurch, dass man, wenn man am Unterrand des Glenoids, des knöchernen Glenoids, quasi die Baseplate aufsetzt und dann die Glenosphäre drüber setzt, habe ich automatisch mindestens 3 mm inferioren Overlap von meiner Glenosphäre und vermeide dadurch das Notching. Wir können auch sagen, anhand unserer Nachuntersuchung, wir sind jetzt bei 10 Jahren Nachuntersuchung mit der Prothese, dass wir wirklich eine sehr, sehr niedrige Notching-Rate haben. Wir haben auch Notching, aber die Notching-Rate ist also sehr akzeptabel. Das ist die zweite Möglichkeit. Das dritte, wir haben die Gleitbarung umgedreht. Das haben Sie vielleicht gesehen. Es sehen die Röntgenbilder ein bisschen merkwürdig aus. Und das spricht auch nach den jetzigen Erkenntnissen dafür, dass wir weniger Notching haben, weniger biologisches Notching. Es sind ja 2 Notching-Arten, biologisches und mechanisches Notching. Also wir haben natürlich auch das mechanische Notching. Das biologische haben wir fast nicht oder ganz, ganz selten. Dann ist da noch eine Frage. Planen Sie auch die anatomischen Prothesen oder sehen Sie hier keinen Mehrwert? Naja, es ist sicherlich für die, je einfacher die Prothese wird, desto weniger wird ja geplant. Ich plane es trotzdem, um auch die Größe schon mal zu kennen. Ich plane es aber vor allen Dingen deswegen, und da bin ich wirklich ganz ehrlich, weil ich auch übe. Ich übe einfach und ich verlange das auch von den Mitarbeitern, dass geplant wird, um die Planung, um das Planungsmanagement zu beherrschen. Wenn man das nur bei komplizierten Fällen macht, dann ist das echt schwierig. Und man muss Erfahrung bekommen mit dem System. Das macht sich nicht von alleine. Nicht umsonst habe ich Simko Ali heute hier neben mir sitzen. Das macht sich nicht von alleine. Man muss schon sich damit beschäftigen. Das Handling mit der Maus ist nicht ganz so easy. Und deswegen sind gerade die einfachen Fälle wichtig zu planen. Sieht auch dann schön aus und ich plane auch anatomische Prothesen, ja. Welche Arten und eventuell Verteilung von Arthrosentypen gibt es bei Ihnen Patienten, bei Ihren Patienten? Naja, gut, das ist jetzt eine Frage, die geht natürlich weit über die Planung hinaus. Mhm. Ich denke schon, dass die Omarthrose, die sekundäre posttraumatische Omarthrose, Rheumatoid Arthritis sind Arthrosearten, die Instabilitätsomarthrose oder Arthritis. Da gibt es also eine große Menge von Indikationen. Wir sehen ja sehr, sehr viele, wir sehen sehr viele Revisionsfälle. Also kann ich jetzt so nicht sagen. Es gibt alle möglichen Arten von Arthrosen. Die häufigste ist die Omarthrose, die primäre Omarthrose mit dem entsprechenden posterioren Defekt, Knochendefekt, mit den Randanbauten, also mit den Kranzosteophyten. Ja, also so vielleicht, soweit vielleicht. So, gibt es für Sie einen Bezug, Vorteil zwischen der Planung und dem Weichteilmanagement? Im Vortrag wurde auch MRT erwähnt. Zwischen Planung und Weichteilmanagement? Na gut, die Weichteile kenne ich natürlich nur präoperativ und muss dann intraoperativ schauen. Ein MRT machen wir immer dann, oder kommt ja jeder mit einem MRT, es gibt ja fast niemanden, der ohne MRT kommt, meist ohne Röntgenbild allerdings, um die Rotatorenmanschette zu beurteilen, gerade bei noch jüngeren Patienten, damit meine ich zwischen 50 und 60, wo es um eine Prothese geht, mit der Frage, kann ich eine anatomische Prothese implantieren? Ja, dann brauche ich ein MRT auf jeden Fall, um die fettige Infiltration der Muskulatur zu beurteilen. Ansonsten ist der Vorteil eigentlich der Planung dort nicht so relevant. Also für die Frage Weichteilmanagement kann ich natürlich die Planung in dem Sinne nicht verwenden. Aber die knöcherne Situation, die ich habe, spricht schon dafür, ob es steif ist oder nicht. Und wir kennen die Patienten natürlich auch von der klinischen Untersuchung her. Also es ist ja ein stufenweiser Prozess. Die Anamnese, klinische Untersuchung, Sonographie, MRT und dann CT und Röntgen brauche ich dann schon, um am Ende möglichst zu wissen, wo wir genau hinwollen. Ja, vielen Dank für die nette Antwort, dass der Vortrag gut war. Das freut uns sehr. Wie gesagt, das ist auch, darf ich vielleicht sagen, das erste Mal, dass wir uns so in dieser Art hier getroffen haben. Genau. Wenn Ihnen das gefallen hat, dann freuen wir uns sehr. Wir würden das sicherlich auch in dieser oder ähnlicher Art wiederholen, vielleicht auch mit sehr anderen gerne. Prothesen. Genau. Und ich danke ganz herzlich der Firma
Medicat und ich danke auch meinem Unternehmen, muss ich sagen, dass wir die Möglichkeit hatten, hier aus unseren Räumen, aus meinen Diensträumen sozusagen, diese Veranstaltung mal zu organisieren. Der technische Aufwand ist nicht ganz klein und vor allen Dingen Simko Ali hier, der neben mir sitzt, der hat geackert die letzten Tage, kann ich sagen. Er ist seit 3 Tagen hier bei mir, um das vorzubereiten und ihm danke ich sehr dafür, dass er das mitgemacht hat. Also sonst wäre das sicherlich nicht so geworden. Ja, von mir auch. Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Reuter, auch für Ihre Zeit, für Ihre Geduld mit mir. Ich denke, das war ein sehr gelungener Abend für heute und wir freuen uns natürlich auf die anderen oder die weiteren Veranstaltungen mit Ihnen und vielen, vielen Dank nochmal im Namen von Medicat und ich hoffe, dass es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Einen wunderschönen Abend. Vielen Dank, alles Gute für Sie. Ciao. Ciao.